Hallo, hier ist wieder euer Eurix Müller, heute mit einem für mich ganz besonderen Ereignis, nämlich ein lang ersehnter Wunsch ist für mich in Erfüllung gegangen, nämlich wir können ab sofort die Optionen und Futures an den US-Börsen handeln. Ich bin jetzt seit beinahe 21 Jahren bei der Consorsbank und jetzt ist endlich das in Erfüllung gegangen, was ich mir schon die ganze Zeit gewünscht habe. Und von daher ist es natürlich irgendwo auch für mich persönlich ein besonderer Moment. Ja, was ändert sich? Außer, dass diese Börsen angeschlossen werden, habt ihr im Future-Trader keine große Veränderung. Wir werden gleich in die einzelnen Masken reingehen und ich werde euch zeigen, wo ihr welche Informationen findet. Ansonsten bleibt Look and Feel wie gehabt. Wir haben zwei Masken, nämlich zum einen die Kursdetailmaske. Und wie ihr hier seht, haben wir künftig eben die Möglichkeit, neben der Eurex auch andere Börsen auszuwählen. Nämlich zum einen die CME. Hier werden ja nur Futures gehandelt und wenn ihr hier auf diesen Product-Button klickt, dann werden auch die jeweiligen Futures angezeigt. Also zum Beispiel der Mini Euro FX oder der S&P 500 Mini oder der Nasdaq Mini. Dazu die jeweiligen Laufzeiten, zum Beispiel im Juni und schon ist der Nasdaq Mini hier angezeigt. Aus der Maske heraus könnt ihr natürlich auch kaufen und verkaufen. Das kennt ihr ja, indem ihr hier unten auf Kaufen bzw. Verkaufen klickt. Dann gibt es an der CBOT noch einen Kontrakt, den ich euch zeigen möchte, nämlich den E-Mini DAO und auch hier, wie gehabt, Auswahl der jeweiligen Verfallsdaten, nämlich Juni 21 in unserem Beispiel und dann seht ihr eben den Kontrakt angezeigt. Viel spannender ist das Thema natürlich für die Optionen, denn hier sind die ist die Auswahl natürlich viel, viel größer. Und wenn wir hier diese Börse ausgewählt haben, könnt ihr auch hier runterscrollen und die einzelnen Aktienoptionen hier angezeigt bekommen. Zum Beispiel hier oben haben wir natürlich eine der bekanntesten, die Apple. Und wenn ich hier auf Call oder Put klicke, dann die Laufzeit auswähle, zum Beispiel den Juni und dann die jeweiligen Basispreise mir anzeigen lasse, habe ich auch den aktuellen Kurs angezeigt, nämlich 4,35 auf 4,40 und durch einen Klick auf den Kauf- oder Verkauf-Button geht eben die Ordermaske auf und wichtig ist jetzt noch zu wissen, wie groß ist überhaupt so ein Kontrakt und dazu rate ich euch immer, die Kontraktinfo aufzurufen und hier seht ihr, dass es ähnlich wie an der Eurex standardmäßig immer 100 Stück sind pro Kontrakt. Das heißt, wenn wir einen Kontrakt handeln, müssen wir den Preis immer mal 100 multiplizieren und mit Auswahl der Kontraktzahl und dem jeweiligen Limit könnt ihr die Order nach der TAN-Bestätigung an die Optionsbörsen in den USA schicken. Das Besondere an diesen Optionsbörsen in den USA ist, dass wir hier einen Zusammenschluss haben von diesen verschiedenen Optionsbörsen in den Vereinigten Staaten und der beste Preis wird für euch dargestellt. Ich finde das einen ganz tollen Service, den wir hier jetzt anbieten können. Aktuell habt ihr die Möglichkeit, die vier Grundpositionen einzugehen, also Call Long, Call Short, Put Long, Put Short. Bei den Call Short gibt es noch zu sagen, dass wir aktuell keine gedeckten Positionen anbieten können, aber die vier Grundpositionen als solche sind möglich. Und ja, ansonsten bleibt alles beim Alten. Das war schon. Viel Erfolg bei diesen Trades an den US-Börsen mit Optionen und Futures und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Consorsbank.